Es geht zum Bericht zur Europäischen Ombudsstelle um Bürgerrechte, und zwar ganz speziell um Bürgerrechte gegenüber dem Sektor Staat. Und dazu möchte ich in der Kürze der Zeit auf drei Punkte besonders eingehen. Erstens auf den Parlamentarismus und die Rolle von uns als Parlament in diesem Prozess. Zweitens unmittelbar auf die Arbeit von Frau O'Reilly und ihrer Ombudsstelle. Und drittens auf einen wichtigen Bereich, den wir inkludiert haben in diesen Bericht. Und mit dem möchte ich auch gleich beginnen, weil er mir am wichtigsten erscheint, nämlich den Bereich Antisemitismus. Wir erleben in Europa ein Ansteigen des Antisemitismus in drei Dimensionen. Des alten Antisemitismus, des neuen Antisemitismus und der Art des Antisemitismus, die sich in doppelten Standards gegenüber dem Staat Israel ausdrückt. Das wollen wir in Europa nicht, das müssen wir in Europa bekämpfen, und zwar mit aller Kraft. Und es ist wichtig, dass wir es inkludieren konnten in den morgen abzustimmenden Bericht, dass auch die Ombudsstellen in den Mitgliedstaaten besonders aufgefordert werden, mehr Augenmerk auf antisemitische Entwicklungen zu legen. Der zweite Bereich, auf den ich eingehen möchte, ist in konkreten Zahlen ausgedrückt, was die Ombudsfrau leistet. Nicht weniger als mehr als 15.000 Anfragen und Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern sind im Jahr 2017 in der Ombudsstelle eingelangt. Mehr als 1.000 wurden an behördliche Stellen weitergeleitet und fast 2.000 sind konkret als Bürgeranliegen eingestuft worden, und Frau O'Reilly hat mehr als 400 konkrete Aktivitäten gesetzt, davon 14 auch aus eigenem Antrieb. Ich sage das deshalb so deutlich, weil in den Zahlen zum Ausdruck kommt, was hier geleistet wird, und weil es auch uns als Parlament ein Zeichen dafür sein soll, dass wir ja für die Gesetzgebung zuständig sind und ja auch für die Kontrolle der Behörden der Europäischen Kommission speziell, aber dass wir auch als Parlamentarierinnen und Parlamentarier aufgefordert sind, Bürgeranliegen zu vertreten, besonders eben als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Sektor Staat. In diesem Sinne, Frau Ombudsfrau, können Sie auch wirklich als Vorbild gelten für Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ich danke der Berichterstatterin für die Zusammenarbeit. Sie hat erwähnt, dass sie sich nicht darüber freut, dass wir als Europäische Volkspartei einige Anträge zusätzlich eingebracht haben. Das gehört zum parlamentarischen Prozess. Aber ich danke besonders, dass wir das Thema Antisemitismus inkludieren konnten.